Herzlich willkommen zur Ehlers Discounter Videoserie. Heute geht es um PVC Kunststofffenster und die Frage, wie kann man die optimal beschichten. Mit der Zeit vergilben solche Fenster, vielleicht gefällt auch der Farbton nicht mehr, weil es nicht optimal zur Fassade passt. Dann gibt es die Möglichkeit, das neu zu beschichten. Aber wie? Und das wollen wir uns heute anschauen. Besorgt haben wir uns dazu Materialien von CWS, einen Lack, den Duotop Aqua, um das Ganze im Airless-Verfahren zu testen. Es gibt auch noch einen HVLP-Lack, der ist schon direkt eingestellt von CWS, den HVLP Duotop Aqua. Auch den haben wir da und wir werden das Ganze mit einem Airless-Gerät testen und mit einem HVLP-Gerät. Bevor wir mit dem Spritzen beginnen, noch ein, zwei Worte zum Material sowie zu den Vorbereitungen, die nötig sind, um die Fenster spritzfertig zu machen. Anschließend schauen wir uns das Ganze im Airless-Verfahren an, die Druckeinstellungen, Düsenauswahl, um dann den ersten Fensterrahmen und das erste Fenster zu spritzen. Anschließend das Ganze mit HVLP und abschließend, wenn alles trocken ist, gucken wir uns gemeinsam nochmal das Arbeitsergebnis an. Noch ein Blick auf den Duotop Aqua Lack. Schöne Sache, das Material ist ein Eintopfsystem, das heißt, ich brauche keine Grundierung. Sobald die Fenster sauber sind und vorbereitet sind, kann das Material also aufgespritzt werden. Das Ganze ist staubtrocken nach ca. 30 Minuten und überarbeitbar nach ca. 4 Stunden. Also auch schön, dass man, falls nötig, am selben Tag einen zweiten Spritzgang machen kann. Die Nassschichtstärke liegt bei maximal 200 µ. Das gucken wir uns nachher mit dem Airless-Gerät in einem Test nochmal genauer an, wie viel da aufgespritzt werden kann, bevor es zu Läufern kommt. Neben PVC kann das Material auch aufgespritzt werden, zum Beispiel auf Holz und Aluminium. Auch eine schöne Sache, wenn vielleicht an der Fassade noch andere Elemente sind, die ihr auch beschichten möchtet. Im Niederdruckverfahren kann der HVLP Duotop Aqualack direkt verarbeitet werden. Das Material ist voreingestellt und muss nicht verdünnt werden. Zur Vorbereitung der Fenster. Die Fenster müssen natürlich gereinigt werden. Das reicht aus, wenn man das mit dem Lappen und klarem Wasser macht. Es ist nicht notwendig, hier Lösemittel oder Chemikalien einzusetzen. Anschließend werden die Fenster fein angeschliffen, nochmal drüber gewischt und dann kann schon die Fensterscheibe und die nötigen Stellen können abgeklebt werden, bevor es dann mit dem Spritzen losgeht. Unser Schulungsleiter Heiko hat einen kurzen Spritztest gemacht, um herauszufinden, welche Düse sich für den Lack eignet und auch welche Druckeinstellung optimal ist. Dazu haben wir das Material von 60, 80, über 100, 120, 140 und 160 bar gespritzt, um zu sehen, wo wir ein schönes Spritzbild erzielen. Ich denke, dass wir so bei 140 bar ein schönes Arbeitsergebnis erzielen. Wir haben das Ganze hier getestet mit dem Graco GXFF, also ein kleines Lackgerät und einer FFLP-Düse, also einer speziellen Düse, Nebelarm für Lack, in Bohrungsgröße 308. Und haben damit hier bei 140 bar ein ganz brauchbares Ergebnis hinbekommen. Der Hersteller beschreibt im Datenblatt, dass man das Material bis zu einer Nassschichtstärke von 200 µ auftragen kann. Das wollten wir testen. Dazu haben wir den Lack einmal aufgespritzt, zweimal, dreimal und viermal übereinander aufgetragen. Wir kommen auf eine Nassschichtstärke, die wir gemessen haben beim Spritzen mit einer FFLP 308er Düse. Beim einmaligen Auftrag auf 75 µ, beim zweimaligen Auftrag auf rund 200 µ, dreimal 300 µ und beim viermaligen Auftrag haben wir 350 µ gemessen. Wir haben keine Probleme beim doppelten Auftrag. Beim dreifachen Auftrag und 300 µ haben wir hier einen Läufer drin. Das kann aber auch sein, dass Heiko dort ein bisschen langsam war in der Anfangsphase. Bei viermal übereinander arbeiten sehen wir hier flächig, dass der Lack nachsackt. Also da war es dann auf jeden Fall zu viel. Das heißt, wenn ihr in den Fensterbereichen, werdet ihr immer zweimal irgendwo, gerade in den Eckbereichen des Fensters, wenn ihr von der einen Seite und von der anderen Seite kommt, Bereiche doppelt anspritzen. Das ist dann problemlos möglich. Selbst wenn ihr hier vielleicht noch leicht ein drittes Mal drüber geht, ist es auch im Grenzbereich noch möglich, sodass ihr eigentlich problemlos damit arbeiten könnt.
Fazit zu CWS Duotop Aqua. Vorneweg vielleicht zur Verarbeitung. Das Material lässt sich gut und einfach verarbeiten. Das Eintopfsystem funktioniert. Einfach kurz die Fenster sauber machen mit Wasser und dann kann das Material aufgespritzt werden ohne Grundierung. Super Sache, funktioniert sowohl in der HVLP-Variante als auch in der Airless-Version. Eine Sache fiel uns auf, das Material läuft relativ schnell, das heißt, wir müssen sehr, sehr zügig arbeiten, sowohl im HVLP-Bereich als auch im Airless-Bereich. In der HVLP-Anwendung ist natürlich weniger ein Problem. In der Airless-Anwendung haben wir eine 8er Bohrung benutzt als Düse, also eine 308er. Bohrungsgröße ist dann 0,008 Inch. Das ist das kleinste, was es in diesem Düsenformat gibt. Trotzdem müssen wir da sehr, sehr zügig arbeiten, damit es eben nicht zu Läufern kommt bei dem Material. Das Material haftet gut, trotz des Eintopfsystems. Auch wenn man drüber kratzt, drüber schleift, wirkt es beständig, sodass es sicherlich eine ganze Weile halten wird. Abschließend noch die Frage HVLP oder Airless. Welches Auftragsverfahren würden wir da empfehlen? Tendenziell neige ich immer eher zum Airless-Verfahren. In dem Fall sehe ich aber doch das HVLP-Verfahren etwas vorne. Aus zwei Gründen. Zum einen, wenn man Türen und Fenster beschichtet, geht es häufig um sehr, sehr kleine Materialmengen. Die kann ich ein bisschen wirtschaftlicher verarbeiten mit einem HVLP-System. Zudem habe ich mehr Regulierungsmöglichkeiten. Und wie schon angesprochen, haben wir eine 308er FFLP-Düse von Graco eingesetzt, die kleinste Bohrung, die es dort gibt. Und selbst da mussten wir zügig arbeiten, weil es sonst recht flott zu Läufern kam. Das heißt, mit einem HVLP-System habe ich hier ein bisschen mehr Regulierungsmöglichkeiten in der Materialmenge und kann sicherlich in der Auftragsmenge noch weiter runtergehen, als ich das bei einer Airless-Düse mit einer 8er Bohrung kann. Und deshalb würde ich das HVLP-System hier ein bisschen bevorzugen, weil ich dort die Materialmenge noch weiter runterfahren kann, als das vielleicht mit einer Airless-Düse mit einer 8er Bohrung. Insofern kann ich da Läufer eher verhindern und kontrollierter spritzen, ohne gleich in die Gefahr zu kommen, dort nochmal schleifen zu müssen und nochmal von vorne beginnen zu müssen. Und deshalb, aus diesen beiden Gründen, würde ich für diese Anwendung, gerade auch wenn es um kleinere Anzahlen von Türen und Fenstern geht, dann die HVLP-Technik hier vorne sehen. Ich hoffe, das Video hilft euch bei euren Projekten, wenn ihr euch an Kunststofffenster und Türen machen wollt. Solltet ihr mehr Fragen dazu haben, schreibt eine Mail, hinterlasst einen Kommentar oder schaut mal bei uns im Schulungszentrum vorbei. Vielen Dank, bis bald.